Willkommen zurück bei FIFA 16 und wir erkunden jetzt mal den Ultimate Foot Draft Modus. Ich bin gespannt und zuallererst fangen wir anscheinend an mit der Aufstellung, die wir auch nicht mehr ändern können später. So, ich persönlich 4-3-1-2 ist definitiv eine Version, die ich gerne spiele. 4-5-1 ist mir zu offensiv. Und 4-1-4-1 ist mir zu breit. Deswegen werden wir ein 4-3-1-2 spielen. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Und da haben wir unsere Kapitäne. So, die Frage ist jetzt, in welche Richtung wollen wir gehen? Und ich möchte gerne wirklich versuchen, so in der Bundesliga anzutatschen. Deswegen werde ich nicht Ribéry nehmen, sondern ich nehme Mario Götze als zentrales offensives Mittelfeld als meinen Kapitän. Und da ist aber die Erklärung natürlich, Nationalität, Verein oder Liga gibt natürlich bessere Chemie. So, dann fangen wir am besten an mit dem Torhüter. Und das sieht doch gar nicht mal so gut aus. Wir haben keinen Deutschen, wir haben keinen aus der Bundesliga. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich schauen, was nehmen wir. Und nicht so wie gedacht, es sind tatsächlich auch Silberspieler dabei. Das heißt, der Draft besteht also nicht nur aus Goldspielern, wie vorher vermutet wurde. Hm, welchen Torwart nehmen wir? Ich würde sagen, dann gehen wir einfach nach dem Stärksten. Und da muss ich jetzt auch noch die Werte vergleichen, aber es wird Bravo von Barcelona. Oder? 85, 86, 82. Tempo, naja. Wir nehmen Bravo. Und dann fangen wir mit der Innenverteidigung an. Damit wir mit Bravo ein gutes Matchup haben, werden wir Piqué nehmen. Der zweite Innenverteidiger. Okay, jetzt muss ich mal kurz Auswahl. Auswahlforscher geht nicht. Ah doch, muss ich gedrückt halten. Wir haben also Barcelona, Spanien, Kubana. Und spanische Liga. Das heißt, spanische Liga hätten wir mit Savic auf jeden Fall einen Treffer. Carvalho. Das wär's, also einer von den beiden. Und dann nehmen wir... Boah, ist schwierig. Wir nehmen Savic. Da haben wir wenigstens ein leichtes Matchup. Rechter Verteidiger. Da halten wir jetzt einen Bundesligaspieler. Ist nur die Frage, gehen wir die Gefahr ein? Nehmen wir jetzt einen Bundesligaspieler? Oder gehen wir wieder auf die Liga? Aber ich würde es gern versuchen. Ich gehe die Gefahr ein. Ich nehme Rafinha. Linken Verteidiger. Ich glaube, da geht kein Weg an Marcelo vorbei. Ne, wir nehmen Marcelo. Zentrales Mittelfeld. Der Mann ist wichtig. Der hat natürlich direkt zwei Matches. Puh, ich würde sagen, Modric wäre nicht schlecht. Der hat wenigstens die Liga gleich. Hat aber natürlich nichts mit Mario Götze gleich. Aber wir haben ansonsten, die anderen wären auch nicht besser. Also kommt Modric rein. ZM, das heißt, hier müsste auf jeden Fall in spanische Mannschaft, spanische Liga, Spanier, irgendwas. Und wir haben Pech. Wir haben zweimal Italien, einmal England und zweimal Deutschland. Wie sollte es auch mit Kovacic? Würde wenigstens mit Luka Modric eine Verbindung haben. Weil beide Kroaten sind. Dann gehe ich auf Kovacic. Vielleicht kriege ich jetzt hier mal was Vernünftiges. Ja, hier nehme ich dann Gündogan. Habe ich wenigstens ein Matchup mit Rafinha. So, der Sturm. Hier hätte ich gern einen Deutschen. Ich bekomme einen aus der Bundesliga. Aubameyang. Perfekt. Dann auch noch mit Gündogan. Gleiches Team. Besser geht's nicht. So, und hier sollte es dann entweder ein Italiener sein. Oder einer aus der Bundesliga. Wir hätten einen Bundesliga, wir hätten aber auch einen aus Italien. Puh, schwierig, 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 schwierig. Bruni oder Luis Adriano? Ich bin ja für Tempo. Deswegen werde ich Luis nehmen.
So, und jetzt hier unten mache ich jetzt einfach mal auf Team vervollständigen. Und dann wird das einfach alles automatisch dazu gepackt. Und da sehen wir, da ist auch noch was Deutsches dazu gekommen. Zum Beispiel der Kollege Bender. Den haben wir noch. Oh, wir haben Raphael. Und den anderen Bender. Das heißt, wir haben die beiden Bender-Zwillinge im Team. Ist ja gar nicht mal so übel, ne? Sterling würde ich ungern raushauen. Dafür haue ich den linken Flügel hier raus. Dann schauen wir mal. Bender raus. Ich hätte gern beide Bender-Zwillinge im Team. Das hört sich ziemlich gut an. Auch wenn er total defensiv spielt, packe ich dann Bender hier rein. Haben die Dortmunder wieder perfekte Combo. Und der andere Bender kommt da rein. Und wir haben 82er Teamstärke und 88er Teamchemie. Das hört sich für mich gut an. Jetzt fehlt noch ein Manager. Ja, die sagen mir eigentlich gar nichts. Ich kenne die alle nicht. Wobei Pereira sagt mir was. Allegri auch. Wir nehmen Monk aus der Barclays Premier League. Ist Monk nicht der Trainer von Tottenham? Egal. Unser Footdraft-Übersicht. Ziemlich ausgeglichenes Team. 7 Bundesligaspieler, 10 Spieler aus Spanien und 5 Brasilianer. Mannschaftsbewertung von 170. So, und ich würde sagen, jetzt können wir bestimmt ein kleines Spielchen machen. Ja. Klassisch. Ich habe übrigens die Schwierigkeit erhöht. Im letzten Spiel habe ich doch tatsächlich Halbprofi gespielt und gewinne nur 3-0. Wie erbärmlich ist das denn? So, spielen wir gegen eine gleich starke Mannschaft. Was haben wir denn da? Man City oder Chelsea? Ich gucke gerade auch auf die Werte, dass die einigermaßen passen. Inter Mailand ist... Ja, wir spielen gegen Man City. Komm, wir versuchen es einfach. Ich werde wahrscheinlich gnadenlos untergehen. Aber egal. Wir versuchen unser Glück. Und jetzt haben wir natürlich wieder diese wunderbaren Spielchen hier. Das war der falsche Ball. Erneut versuchen. Okay. Na gut, komm, das ist nichts Tolles. Wir gehen direkt ins Spiel. Spielen wieder in Santiago Bernabéu. Das kennen wir natürlich schon, diese Einlaufstrategie. Gehen natürlich direkt in die Taktik rein. Mit Aubameyang kann man natürlich einen perfekt schnellen Flügelflitzer. Wichtig ist erstmal, lange kein Tor zu kassieren und nicht so vorbei zu rennen. Was? Das war doch nichts. Der ist über seine eigenen Füße gestolpert, die Drecksau. Ach, komm schon. So, Schiri, machst du dein Freistoßspray oder nicht? Nee, macht er nicht. Und wieder ein Foul. Und es gibt direkt die gelbe Karte. Foul von Kompany. Oh, den kennen wir ja. Der ist ja ein Treter. Oh, ein Treter vom Herrn gegen Bender. Ball war weg und... Oh, er tritt ihn auf den Fuß. Die miese Drecksau. Ah, schade, der Ball kam nicht an. Oh, schade, der wäre so schön gekommen. Schön gedacht von Aubameyang, rüber zu spielen.
Okay, jetzt lassen wir erstmal wieder kommen. Wir wollen ja richtig gut stehen hinten. So, Gündogan. Komm, Marcelo, das ist deiner. Und schön drüber gespielt auf Luis Adriano. Der kann natürlich auch ordentlich Tempo aufnehmen, der Mann. Und der war nicht weit genug in den Strafraum rücken, quasi der Abwehr rein. Da kam der Keeper noch dran. So, Aubameyang ziemlich weit hinten. Oh, da haben wir jetzt die Interception gesehen, dass die Spieler quasi instinktiv agieren. Schön rüber auf Gündogan. Kommt auch vorbei. Ja, war ziemlich umständlich, wie Gündogan da den Ball vorbeibringen wollte. Komm schon. Ah, da war Gündogan zu langsam. Ja, kein Spieler frei, kein Spieler frei. Da kommt noch einer. Foul! Der hat mich eindeutig behindert. Company, die Drecksau. Okay. Aber im Moment schlagen wir uns gut. Die Defensive steht einigermaßen. Patzer von Rafinha. Sehe ich natürlich sehr ungern als Coach. Und weiterhin schön den Druck aufrechterhalten. Marcelo, warum gehst du in die Mitte? Und komm jetzt, Bender. Freie Bahn. Da kam er fast vorbei. War vielleicht ein bisschen zu eigensinnig. Oh, da hätte ich den Spieler nicht wechseln dürfen. Den Druck müssen wir jetzt hier weiter... Oh, sehr schön. Fehlpass. Immer schön den Druck aufrechthalten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch tatsächlich gespannt, wenn ich dann... Footraft dann wirklich auf dem fertigen Spiel dann spielen kann. Fair den Ball geholt. Ich meine, ich hätte ihn noch angeschossen. Komm schon, Spiel zurück. Wir stehen immer noch ziemlich gut hinten. Ah, da war Adriano nicht gut genug dran. Da hat sich Adriano wieder nicht durchsetzen können. Und da spielen sie den Ball ins Aus. War jetzt ziemlich unnötig vom Abwehrspieler. Aber gut, wenn er meint, es müsste so sein. Komm, der geht jetzt aus, der geht jetzt aus. Oh, den hat der noch, die Drecksau.
Oh, der war nicht schlecht gemacht. Der war nicht schlecht gemacht. Huiuiui, da sind sie einmal nach vorne gekommen. Und dann direkt so gefährlich. Oh, verdammt. Okay, es geht 0-0 in die Halbzeit. Es ist noch nichts kaputt. Es ist ein schweres Spiel. Wir hatten zwei Chancen hatten wir, aber man sieht schon, Ballbesitz 34%, richtig miserabel. Da muss noch einiges kommen. Vielleicht wechseln wir mal ein bisschen aus. Wen haben wir denn noch auf der Bank? Ja, wir könnten Modric tatsächlich bringen. Werden wir auch machen. Wir werden... Ja, die Frage ist, für wen bringen wir Modric? Wir bringen ihn hier in die Mitte rein. Und Kovacevic packen wir nach außen. Dann passt mit Luka Modric zusammen besser. Pretty somber viewing for the spectators here. A very dull first half, I have to say. Shocked me that. Can't get my head around it because there's more than enough good players. Rafinha legt sich den Ball zu weit vor. Ich glaube, Rafinha möchte gerne Straftraining haben. Oh, der Pass wäre beinahe durchgegangen. Und da oben ist wieder alles frei. Da muss jetzt Gündogan ran. Was macht er denn da? Ja, kann man ja mal versuchen, wenn man nicht gerade viele Pläne hat. Nun gut. Da kam man nicht mehr ran, der Götze. Auch allgemein Götze nicht wirklich im Spiel integriert. Ah, da hat er das Bein zwar stehen lassen, aber leider zu spät. Sehr schön, bravo. Ja, das war ein Foul, muss ich zugeben. Das, es gibt dafür keine Karte, wollte schon sagen. So, Delph kommt für Fernando. Hier wieder zumachen, die kurze Strecke. Oh, und dann muss man gucken, ob wir jetzt mal endlich mal zum Zug kommen. Aber nicht so, aber nicht so, aber nicht so. Boah. War es wieder Company? Da muss es Gelb-Rot geben. Ah, es war Mangala. Okay. Eliakim Mangala. Okay, ja, für direkt ist es mir zu weit. Der war so schön. Ich glaube, Bender war das, der reingerannt ist. Okay, Bender habe ich ja beide rausgeholt. Aber das war schön in den Ball reingelaufen. Nun gut. Ecke, meine Lieblingsdisziplin. Richtig große Stürmer haben wir eigentlich nicht da vorne. Wobei Aubameyang ist schon ziemlich groß. Wir versuchen unser Glück. Ja, Piqué ist kopfballstark, das wissen wir. Oh, jetzt spielen sie auf Konter, die Drecksäcke.
Aber keine Chance, wir holen uns den Ball. Zum Glück haben wir den Abpraller bekommen. Sehr schön rüber gespielt. Und schön den Freistoß rausgeholt, muss ich sagen. Kompany hat schon gelb, den haben wir natürlich jetzt schön provoziert. Aber aus der Position draufziehen ist, glaube ich, schwierig. Eher vielleicht einen kurzen Reinlupfer. Na, da war der Pass zu Götze schon gut durchdacht, aber da hat Götze nicht so ganz mitgespielt, fand ich. Oh, faul? Uiuiui, jetzt müsste aber auch das Freistoßspray in Einsatz kommen. Ja, kommt es auch schon. Der Schiri behält erstmal den Ball. Sehr schön. Und die Mauer muss natürlich auch noch markiert werden. Ist ein nettes kleines Gimmick, muss man nicht haben, aber hey. Mal sehen, kann der Kapitän jetzt alles rumreißen? Wird er den Ball versenken? Es wird schwierig. Ja, bla bla bla. Mein erster Freistoß in FIFA 16. Ja, die Abwehr, die Mauer tippelt nach vorne, die Drecksäcke. So, den Konter noch verhindert. Ja, der Freistoß ist ja leider nochmal abgeprallt. Vielleicht wechseln wir gleich auch nochmal. Einen Wechsel haben wir noch offen. Oh, der war im Aus. Och, er hat es nicht mal nötig, den Ball zurückzuspielen. Na, Man City, sehr fairer Gegner. Oh, der war gefährlich. Aber Piqué geht dazwischen. Ah, da war, glaube ich, Aubameyang im Abseits. Was macht der Torwart denn da? Ist ja wohl lebensmüde. Sehr schön von Bravo. Da hätte Götze den Ball noch beinahe rüber tendeln können. Aber defensiv macht Rafinha einen guten Job. Nur halt in der Offensive gefällt er mir nicht so. Zu kurz. Oh, ein langer Ball, der bringt doch nichts ein, Jungs. Sehr schön gespielt. Und das war wieder nix. Es muss langsam mal was kommen hier. Und es geht unentschieden aus. Ich glaube, auf 5-Meter-Schießen werden sie hier verzichten. In der Demo. Ist meistens der Fall. Ja, defensiv habe ich mich gut angestellt. Offensiv, oh, da muss ich noch einiges zulegen.
Und wir sehen, es gibt. Oh, Spiel fortsetzen. Dann werden wir jetzt auch eben noch unseren letzten Wechsel tätigen. Adriano ist ziemlich platt. Wir packen Raphael rein, dann haben wir vorne eine bessere Teamchemie, weil wir dann in der Spitze nur Bundesligisten haben. Okay, dann geht es jetzt in die Verlängerung. Raphael ist natürlich jetzt nicht der Spitzenspieler. Oh, da waren wir wieder dran und es wird wieder nichts. Oh, 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 freie Bahn, freie Bahn. Oh, schön, Piqué geht. Das war nichts. Oh, hat davor was gepfiffen. Okay, ich dachte schon. Er hat Bravo noch entschärfen können. Oh, Ecken verteidigen hasse ich ja noch mehr, als sie zu treten, ne? So, und jetzt. Aubameyang, du bist schnell. Lass sie nicht abbrühen da. Sehr schön. Da war der Abwehrspieler im Weg. War wieder zu feste. Also wir könnten so am besten guten, schönen Ball spielen, ne? Wenn wir ein bisschen mehr Gefühl in den beschissenen Finger bekommen. Oh, gezogen, ja. Das hat er noch gepfiffen. Respekt, das hat er, glaube ich, vorher bei FIFA nicht so extrem gepfiffen. Wir versuchen mal, ihn reinzubringen. Da haben wir es mal versucht aus der zweiten Reihe. Aber hart hatten gehabt. Ich weiß gar nicht, wer jetzt geschossen hat. Komm, jetzt muss man mal Ecke hier reingehen. Oh, wieder so knapp. Und da wurden wir von hinten bedrängt. Da ist das Ding! Aubameyang macht das Ding rein. Ob es jetzt verdient ist oder nicht, scheiß drauf. Hat Aubameyang sich genau, habt ihr gesehen, er hat sich wunderbar zurück in den Rücken der Abwehr fallen lassen. Keine Chance mehr für Hart. Richtig schönes Ding. So, jetzt heißt es erstmal halten. Das war die erste Halbzeit der Verlängerung. Jetzt müssen wir nur noch die zweite durchhalten. 100% Schussgenauigkeit. Also wenn, ne, dann richtig. Ja, wechseln können wir nicht mehr. Also geht's jetzt weiter. Wir könnten natürlich jetzt die italienische Spielweise bevorzugen. Wir spielen einfach hinten rum ein bisschen. Aber das ist nicht meine Spielart. Ich hasse es auch, wenn Online-Leute das machen. Ja, das war eine sehr leichte Balleroberung. Oh, Bravo ist unsere Versicherung hinten. Versicherung Strafraum, Bravo hat ihn. Oh, da wollte ich ihn jetzt ganz schnell nach vorne spielen. Carlos Avaleta, looking for Nasri.
Und daneben, und daneben, und daneben. 5 Minuten noch auf der Uhr. Oh, da läuft er mit dem Ball vorbei. Was macht der denn da? Warum spielt er den Ball so in den Rücken? Was soll denn der Scheiß? Aubameyang ist schon ziemlich im Arsch. Oh, was für ein Ding. Ich habe den da unten ja gar nicht mehr kommen sehen. Raphael. Das wäre nochmal ein fettes Ding gewesen, wenn der reingegangen wäre, mein lieber Scholli. Aber es dürfte eigentlich jetzt nicht mehr viel passieren. Abstoß und dann müsste der Abpfiff kommen. Aubameyang ist auch verletzt, hat sich wohl eine Zerrung zugezogen. Ja, das war's. Wir haben gewonnen. 1-0 gegen Man City. Und das Schöne ist, wir haben jetzt ein neues Ordnungssystem für die Spielhöhepunkte. Man sieht jetzt hier, das ist alles neu angeordnet. Und hier können wir jetzt quasi das Tor uns nochmal anschauen. Flanke von Götze war es, glaube ich. Ja. Ja, wie gesagt, wunderbar. Wir haben 1-0 gewonnen. Mir gefällt dieses Draft-System jetzt schon richtig gut. Ich bin gespannt, wie es beim fertigen Spiel wird. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.